Ja, was ist damit? Dort findest du die letzte Dosis Pseudoendotrizin. Geschenk von Misty. Ja. Willst du den Stimmen im Kopf nachgeben? Nur zu? Verlass die Welt. Still und leise. Ja. Oder finde einen anderen Weg. Bring es auf deine Art zu Ende. Ich habe dir auch ein Geschenk hingelegt. Blocker. Schaff die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe. Der Rest liegt allein in deiner Hand. Du hast ihn gehört. Wir haben noch eine Chance. Ich übernehme. Endotrizin, nee. Rogue, Sakatawa. Nur so haben wir eine Chance. Schnauze, ich entscheide. Auf die Nerven, Johnny. Es ist meine Entscheidung. Ich muss darüber nachdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Ich habe deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Jo. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Nee. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Okay. Jackie, was hat er mit all dem zu tun? Was denn? Na komm. Aha. So. Wir kommen da wieder an, wo wir aufgehört haben, wo wir angefangen haben, ne? Das ist cool, interessante Storytelling. Ja. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Ja. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber... Ah, schon besser. Luft. Ja. Nachdem wir hier waren. Gut. So, und jetzt? Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Danke, Misty. Ja. Du hast recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Jo. Das wird jetzt ein... Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ja. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Wow. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ich rufe Panam an. Panam. Ich will nur ihre Stimme hören. Ja. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles.
mir leid, dass ich störe. Tut mir leid, dass ich so spät störe. Rufst du deswegen an, um dich für die späte Störung zu entschuldigen? Nee. Muss heute etwas tun. Es gibt da was, das ich heute tun muss. Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Ja, yep, hat es. Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Ja. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. So. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Ja, haben wir. Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt. Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Speichern. Ich werde Panam um Hilfe bitten. Ja. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Nee. Könnt ihr einfach jetzt Schluss machen. Moment. Warte. Gib mir noch eine Minute. Ich muss nochmal darüber nachdenken. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Ja. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Gut, also ich werde auf jeden Fall mit Panam nehmen. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ich versuch's mit Panam. Wir sind uns ähnlich. Ich traue ihr mehr als all deinen Söldnern, Chumbas. Wie du willst. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles okay. Merken. So. Okay, alles jetzt gut. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny. Okay. Nur ich. Bereit zum Reden? Ja. Freut mich zu hören. Also, schieß los. Ich muss in den Arasaka Tower. Jetzt. Du musst was? Ich mein's ernst. Die ganze Johnny-Sache. Wenn ich nichts unternehme, bin ich erledigt. Tot. Warte mal. Erstens, warum der Arasaka Tower? Die Tech unter dem Turm ist ein Zugangspunkt zu... So komisch das klingt. Einem Seelenknast. Einem Seelenknast? Ich wusste, das ist nichts fürs Holo. Mikoshi, so heißt er. Nur dort können Johnny und ich getrennt werden. Ist meine letzte Chance.
nochmal zum Mitschreiben. Du bittest mich, mitten in der Nacht mit dir in den Arasaka Tower einzubrechen, weil du sonst stirbst? Ja. So in etwa, ja. Okay. Okay. Wo bist du? Wix Klinik. Der Ripper Doc? Okay, ich weiß, wo das ist. Kannst du mit dem Sterben noch kurz warten? Ich werde es versuchen, ja. Gut. Bleib, wo du bist. Ich hole dich ab. So. Okay. So, jetzt haben wir uns entschieden. Seitenstraße. Und wir werden jetzt mit Panam ja, das Ende von Cyberpunk beschreiten. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein. Wir warten zusammen. Oh. Soll ich für dich legen? Lieber nicht. Weißt du, ich glaub lieber nicht. Wie du willst, ist vielleicht auch besser. Jo. Ich mache uns mal Musik an. Warte auf Panams Ankunft. Ich glaube, das ist für dich. Jo. Yep. Das Geräusch ist unverwechselbar. Du hast mir echt Angst gemacht. Ja. Und ich dachte, dir macht gar nichts Angst. Hey. Wir sind hier, um zu helfen, okay? Komm, im Lager warten schon alle. Pass auf dich auf, Weh. Du auch, Misty. Und danke für alles. So, jetzt springen wir also direkt ins Lager, das ist auch schon mal schön. Hey, willkommen zurück unter den Lebenden. Geht's? Glaub schon. Oh, glaub schon. Ein Glück, verdammt. Du hast uns den Schrecken eingejagt. Du bist umgekippt und nicht mehr aufgewacht. Sieht aus, als würde dein Zustand sich verschlimmern. Jo, das macht er auch. Gebeten, auf dich aufzupassen. Wo ist sie? Riesensitzung mit Saul. Du brauchst Hilfe, so viel ist klar. Jetzt überlegen die beiden, was wir für dich tun können. Komm, ich bring dich zu ihnen. So. Hey, wie? Hab gehört, es kommt Krieg auf uns zu. Ich habe keine andere Wahl. Keine Wahl, Mitch. Uns wohl auch nicht, wie es scheint. Der ganze Clan weiß, dass wir morgen aufbrechen. Ja. Wissen sie auch warum? Was unser Ziel ist? Sieh dich um, wie. Nicht mal ein Dutzend kampferprobte Veteranen. Der Rest überfällt mickrige Konvois und sammelt Schrott. Deshalb wissen sie erstmal nur das Nötigste. Der Plan ist sicher. Unser Ziel ist es, dir zu helfen. Nicht unnötig Staub auf. Nicht jetzt. Wir schicken diesen Clan ins Grab. Fuck, denkst du, das weiß ich nicht? Und trotzdem glaubst du, du könntest daran was ändern, indem du mich zur Sau machst? Wie? Endlich. Ja. Wie geht's dir? Jo, was soll denn gehen? Geht so. Also, was habt ihr zusammengestellt? Die Details müssen wir noch ausbügeln. Aber das Wer, Wo und Wie haben wir. Wirf mal einen Blick drauf. Wir haben mehrere Strategien erstellt. Aber nur eine verspricht uns eine reelle Chance, in den Arasaka Tower zu kommen. Wir graben einen Tunnel. Okay. Ihr wollt einen Tunnel in den Saka Tower graben? Ich weiß, wie das klingt, aber diese Chance müssen wir einfach ausnutzen. Weißt du, Nightcorp baut da gerade eine neue Maglev-Linie.
Das wird zwar von Militech bewacht, aber mit denen werden wir fertig. Sobald wir in dem Tunnel sind, ist es nicht mal ein Kilometer bis zum Untergeschoss vom Arasaka Tower. Ja. Wir benutzen einen von Night Corps Zergs. Der braucht nur ein paar Minuten fürs Graben der Strecke. Echt schlecht, oder? Sobald wir drin sind, müssen wir improvisieren. Wachen, Security, auf dem schnellsten Weg nach Mikoshi. Wir sehen, was uns erwartet und hoffen aufs Beste. Jo. Was hältst du davon, wie? Muss reichen. Klingt theoretisch machbar. Andere Ideen haben wir nicht. Also, ja, ran an die Arbeit. Wir brauchen noch eine Menge Informationen. Nur so wissen wir, ob der Plan wirklich was hat. Er wird Lücken haben, egal wie lange wir diskutieren. Mhm. Das kann ich dir versichern. Ja. Aber was ist die Alternative? Den Angriff abblasen? Ihn sterben lassen? Panam hat recht. Wir müssen diese Risiken in Kauf nehmen. Da sind wir dir schuldig. Ja, danke schön. Ich rede mit unseren Brüdern und Schwestern. Organisiere eine Drohne für die Stelle. Und ich mit Mitch. Ich habe eine Idee, wie wir gegen Militech ankommen. Los später zu uns. Ich lasse dich erstmal in Zolls Obhut. Treffen okay. Nur keine Entscheidungen ohne mich. Na, wollen wir mal schauen. Sonst noch irgendwas? Hey, du und Panam. Gibt's da was, das ich wissen muss? Witzig, dass du das fragst. Ich dachte nämlich, zwischen uns wäre wieder alles in Ordnung. Und dann bist du aufgetaucht. Ich glaube kaum, dass das so stimmt. Du kannst mir glauben, wie. Ich hab nichts gegen dich. Ganz im Gegenteil sogar. Weißt du wie? Du bist wie ein Zuschauer, der eine Familie beobachtet und nur unendliche Streitereien mitbekommt. Genau. Dann bemerkt die Familie auf einmal, dass da noch jemand ist. Und alle schütteln sich die Hände, ziehen an einem Strang und werden stärker denn je. Jo. Verstehst du? Ja. Ich glaube schon. Gut. Dann sag mir jetzt, was du sonst noch brauchst. Eine anständige Netzverbindung. Ich kenne jemanden, der uns nach Mikoshi bringen könnte. Ja. Wer mag das sein? Alt. Sie. Es. Ist eine KI. Hinter der Black Wall. Bist du noch ganz dicht in der Birne? Warum sollte uns eine KI helfen, in Mikoshi einzubrechen? Weil ich sie nett drum bitten werde. Mhm. Scheiße, wie. Scheiße. Aber was soll's? Ich meine, wir stecken eh bis über beide Ohren in der Scheiße. Das macht es auch nicht schlimmer. Such der Kota. Sie wird dich ausrüsten, ohne Fragen zu stellen. Danke, Saul. Du kannst mir danken, wenn wir lebend in einem Stück aus Mikoshi raus sind. Sprechen wir erstmal mit Mitch. Hi Leute. Na Leute. Haben gehört, wir rüsten uns für einen kleinen Krieg. Eher eine Selbstmordmission. Hast du hier alles erledigt? Sieh und staune. Ist das nicht? Theoretisch. Wir haben einen Nachbrenner und einen Raketenwerfer montiert. Außerdem haben wir das Gesamtgewicht um 60% reduziert. Ja. Meisterwerk, oder? Du sitzt am Steuer und Panam neben dir. Wovon reden der wir genau? Nachbrenner. Standard Nitro oder Militärausrüstung? Standard würde das Baby keinen Zentimeter bewegen. Also, die Stickstoffmonoxid-Injektion in Militärhardware. Gehört, die Ruffen feuern so ihre gepanzerten Pickups an, wenn sie Konvois jagen. Ist noch nicht gerade stabil. Kaum zu glauben, dass man einen Panzer so aufmotzen kann, was? Ja. Du wirst schon sehen, wenn wir die Bestie morgen loslassen. Wie viel Feuerkraft ist da oben drauf? Wie viel Feuerkraft steckt im Raketenwerfer? Das ist ein 70mm Schnellschuss Multiraketenwerfer und ein Bord-MMI, mit dem du dich über Direct Link synchronisieren kannst. Wo habt ihr all das Zeug her? Hat Teddy auf einem Schrottplatz gefunden. Der Werfer funktioniert. Aber wir hatten keine Munition. Glücklicherweise hat Dakota welche besorgt. Aber frag mich wie. Da morgen schon der große Tag ist, wie wär's mit einer Probefahrt? Ich will ein Gefühl fürs Fahren übers Terrain bekommen. Ja doch. Aber vielleicht nach Sonnenuntergang. Müssen noch ein paar Schrauben festziehen. Nette Untertreibung. Kannst du mal